Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin zum dritten Spieltag der dritten Liga, wo der dritte des Buxtehuder SV Junior Team auf den zweiten SV Grünwald Schwerin trifft. Also es verspricht eine spannende Begegnung, zumal beide Mannschaften ihre Auftaktmatches gewinnen konnten. Grünwald Schwerin gewann in Bad Schwartau mit 32-28, Buxtehude gewann mit 34-22 gegen den SV Alstertal Langenhorn, den auch der SV Grünwald Schwerin hier mit 35-20 besiegen konnte. Und Buxtehude schlug dann noch zu Hause den SV Werder Bremen. Das sind die Spiele, die es bisher gab. Und jetzt sehen wir gleich SV Grünwald-Schwerin gegen Buxtehude. Und es gibt ein Wiedersehen einer alten Bekannten, Katharina Hering, die Ausbildung hier beim SV Grünwald-Schwerin genossen. Kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Wollen gucken, wie es hier heute herkommt. Buxtehude, auch ein Elite-Team des Bundesliga Teams des SV Buxtehude 1, die ja auch eine Spielerin mitgebracht hat. Wie sehr sich das auswirken wird in diesem Spiel, wird sich zeigen und werden wir sehen gleich beim Spiel. Viel Spaß dabei. Ja, dann herzlich willkommen jetzt hier auch vom Kommentatorenplatz zum Spiel des SV Grünwald-Schwerin gegen Buxtehude SV oder dem Junior-Team des Buxtehude SV, die nun gerade eingelaufen sind. Wir sehen da ein bekanntes Gesicht mit der 22, Katharina Hering, ehemals Spielerin von Grünwald-Schwerin. Hat hier die Jugendmannschaft durchlaufen und ist dann zur zweiten Mannschaft von Buxtehude in die dritte Liga gewechselt. Der SV Grünwald-Schwerin ist ihr gefolgt und so treffen die beiden nun aufeinander. Und bei mir am Kommentatorenplatz begrüße ich auch wieder Roberto, wenn gleich die Mannschaft des SV Grünwald-Schwerin einläuft. Und erstmal hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo. Und ja, mach einfach weiter. Ich habe jetzt... Ja, ich wollte kurz auf Katharina Hering eingehen. Ja, lange Zeit in Schwerin gespielt. Es ist doch... Du kennst das Gefühl ja auch. Wie ist das, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, wo man lange war? Es ist... einerseits ist es natürlich viel Vorfreude. Man kennt hier viele Spielerinnen von früher. Die Familie sitzt wahrscheinlich auch noch hier in Schwerin. Es ist einerseits ein schönes Gefühl, aber es kann auch ein erdrückendes Gefühl sein. Man möchte natürlich auch beweisen und zeigen, dass man zu Recht zum Beispiel zum Buxtehude SV gewechselt ist. Ja, da hat sie heute hier die Chance. Und die Schweriner haben die Chance, hier zu beweisen, dass sie vielleicht auch hätte hier in Schwerin bleiben sollen. Das wollen wir gucken. Und darüber hinaus geht es natürlich um zwei wichtige Punkte in der dritten Liga Nord. Da sind wir hier, Grünwald-Schwerin wird jetzt einmal vorgestellt. Und dann werden wir im Laufe des Spiels auch noch mitkriegen. Wir werden Erdmann, Anna Pöschel, haben wir Jona Bank, Wendy Künzel gesehen, Marie Schoss sich davor. An der Linke die 13, Daniela Ernst, Lisa Menzel, dann eben Steffi Dube, Kerstin Labs, die neue Teuterin, Noemi Nabelek und Evivia Bartlau am Schluss. Aber die Mannschaft des SV Grünwald-Schwerin, flankiert von einer Jugendmannschaft. Das SV Grünwald-Schwerin wollen wir auch zeigen, welchen Stellenwert hier die Jugendarbeit hat in Schwerin. Ja, und jetzt sehen wir das gerade, das Abklatschen auf Schweriner Seite, ist man gewöhnt. Was man nicht ganz so gewöhnt ist, was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen mit dem Buxtehude SV, stehen in Reihe und Glied. So ist mir das auch aufgefallen beim Warmmachen, das ist eher ein individuelles Warmmachen.
im Gegensatz zu Grünwald Schwerin, was eher ein gemeinschaftliches Zusammenspiel ist. Was hältst du persönlich für besser? Macht das einen Unterschied? Sieht man da die Klasse, okay, ihr wollt in die Bundesliga, oder ist das einfach dem einzelnen Trainer geschuldet? Ich denke mal, geschuldet dem einzelnen Trainer. Ich persönlich halte es auch für notwendig, dass man da auch in der Erwärmung schon allein die mannschaftliche Geschlossenheit zeigt. Wenn man dann im individuellen Teil auf die Spielerin in Erwärmung eingeht oder der Spieler selber, ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl in so einer Vorbereitung zu einem Spiel unheimlich wichtig. Stärkt nochmal kurz vor Spielbeginn natürlich das Mannschaftsgefüge. Ja, der Handball in der Mannschaftssport ist es das ja eigentlich sehr, sehr wichtig. Und mal gucken, wie das Mannschaftsgefüge funktioniert beim Buxtehude SV. Wir können aber mal drauf eingehen, die 12 für die Zuschauer, die es dann sehen können. Svenja Lauers von der ersten Mannschaft, Buxtehude. Inwiefern wird das den Buxtehude SV stärken mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft? Ich vermute mal anhand der Rückennummer, dass es die Torhüterin sein wird, die dort die Mannschaft unterstützt. Es kann ein tragender Aspekt werden, klar. Aber es bleibt abzuwarten. Wenn es wirklich die Torhüterin ist, muss sie sich auch erst in so ein Spiel reinarbeiten. Weiß natürlich auch nicht, was für Bälle auf sie zukommen, in welcher Schärfe, in welcher Genauigkeit. Da kannst du einen guten Tag haben, da kannst du einen schlechten Tag haben. Tagesformabhängig, ganz einfach. Ja, und wir sehen auf jeden Fall, dass sie nicht beginnt. Die 12 nicht mit auf der Platte, sondern Jennifer Knust im Tor des Buxtehude SV wird beginnen. Und Anwurf hat der Buxtehude SV. Ich wünsche mir viel Spaß bei dem Spiel. Und da haben wir auch schon das erste Tor für den Buxtehude SV. Katja Herig, wie sie liebevoll genannt wurde, macht hier den ersten Treffer für den BSV und somit die 1-0-Führung. Ja, ausgerechnet Katharina Herig mit dem ersten Treffer gegen ihren Ex-Verein. Und sie hat sich da gut aufgepusht. Da sieht man, wie sie unter Strom steht. Und Jutta Wenk scheitert im Nachwurf. War vorher auch eine schlechte Wurfposition für Steffi Du, die heute über die Rechtsaußenposition kommen muss erstmal. Und klar, der Nachwurf ist immer eine Geschichte von Glück oder Nichtglück. Aber die erste Variante wäre wahrscheinlich sicher gewesen, den Abbruch zu erzwingen, abzutippen und nochmal ins ganz normale Aufbruchsspiel zu gehen. Deswegen leichtfertig vergeben die Chance zum Ausgleich. Da auch schon der erste technische Fehler jetzt von Katja Herig. Hat ein bisschen zu lange gezögert. Setzt den vierten Schritt, haben die Schiedsrichter wunderbar gesehen. Ja, wunderbar abgepfiffen. Ich hab's jetzt, möchte mal in die Diskussion jetzt mit einbringen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob die Schiedsrichter gemacht haben. Aber wir haben es in letzter Zeit öfter mal gelegt, dass die Schiedsrichter nicht mehr anzeigen, was sie gepfiffen haben. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil der Spieler dann ein bisschen verwirrt ist, weiß gar nicht, was los ist. Und da sehen wir jetzt das Tor von Vivian Bartlau. Jetzt muss ich dich nochmal wiederholen, ich bin dir nicht ganz gefolgt eben. Ja, einfach ein Eingang auf die Schiedsrichter, dass wir es erlebt haben, dass sie diese Schrittfehler eben nicht mehr anzeigen, sondern nur noch pfeifen. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil man oftmals, wenn es nicht gesehen hat, nicht weiß, was los ist. Jetzt das Tor für Buxtehude. Sina Namat mit dem Treffer zum 2-1 für die Gäste. Wie siehst du das? Ja, ich sag mal. Aber Steffi Dube mit dem Pfostenwurf von der Rechtsaußenposition. Sofort Tempo, Gegenstoß, schnelle Vorwärtsbewegung. Gut zurückarbeitet von Vivian Erdmann, die das Passspiel nach außen verhindern konnte. Nein, um jetzt darauf zurückzukommen mit den Schiedsrichtern. Es dauert einfach zu lange. Wenn ein Schiedsrichter einen Pfiff tätigt, es ist Gesetz. Der Pfiff ist Gesetz, es ist eine Entscheidung, eine Tatsachenentscheidung.
und warum jedes Mal anzeigen Doppeldribbling, Schritte. Im Endeffekt, die Spielerin selber sollte wissen, welcher Fehler vorhanden ist. In gewissen Situationen ist der Schiedsrichter bereit, auch kurz eine Erklärung abzugeben, was er da gerade gepfiffen hat. Aber im Generellen dauert das einfach zu lange und es ist einfach auch zu viel Zeit. 7 Meter für Buxtehude, sicher verwandelt durch Melissa Duschnard, 1:3. Und die erste gelbe Karte gegen die 18, glaube ich. Für die Nummer 18, für Sina Namat. Was wir ja auch wieder beobachten können, ist die kurze Deckung auf Wendy Künzel. Das heißt, da hat man sich auf Buxtehuder Seite schlau gemacht. Welche Fähigkeiten Wendy Künzel hat, da war es mal kurz aufgeblitzt mit dem Pass nach außen zu Vivi Bartlau, die aber am guten Positionsspiel der Torhüterin scheitert. Ja, es hat eine kurze Aufblitzen lassen. Ich denke mal, da hat Katar auch als Spion gewirkt. Also Galerina Hering, um Wendy Künzel da aus dem Spiel zu nehmen, dass Schwerin auch ohne sie spielen kann oder sie sich immer wieder auch einbringen kann, selbst in Manndeckung, das hat man eben gesehen. In dem Falle sollte man vielleicht, wie gesagt, breit über die Halben spielen, wenn die ein Stück weiter nach hinten und aus dem leeren Raum zustoßen oder halt auflösen als zweite Kreisläuferin, was sie ja nur auch beherrscht am Kreis, gibt es da die Möglichkeit sicherlich für sie, aber ganz starkes 1-1 da. Ganz stark, Vivian Erdmann mit dem Treffer zum 2:3. Ja, 5 Minuten sind gespielt und erstes kleines Zwischenfazit. Interessantes, schnelles Spiel bisher. Es ist unheimlich schnell. Mein Funkenbeweis haben wir das ja in der letzten Saison auch schon beobachten können. Aber ich muss sagen, dafür, dass die Aufbaureihe unheimlich klein ist, von den Buxtehuderinnen, insbesondere die Halbrechte und die Aufbau-Mitte-Position, schon beeindruckend, mit welchem enorm hohen Tempo sie in ihre Aktion gehen. Ob es nun 1-1 ist oder einfach nur ein Übergang zum Kreuzen, schon wahnsinnig. Ja, schöne Finte da. Und durch den Kreis gelaufen, würde ich sagen. Ist vollkommen richtig. Ja, aber es war trotzdem nochmal die Finte anzusprechen. Die Kreisspielerin kommt raus, will den Ball, lässt den Ball dann durch. Durchgespielt zu Hering raus, war eine schöne Finte. Ja, aber was heißt Finte? Es ist sicherlich eine gewollte Spielsituation. Klar, für uns wirkt das als Finte. Aber ich denke mal, es ist eine ganz klare Abmachung zwischen den dreien, die dieses kleine System spielen. Und wenn es funktioniert, ist es natürlich eine Hammer-Situation. Und du erreichst damit natürlich wahrscheinlich auch eine 100%ige Wurfmöglichkeit. Aber Grün-Weiß hat Schwierigkeiten mit der gut stehenden Buxtehude-Abwehr. Ja, das ist wie gesagt geschuldet durch die kurze Deckung auf Wendy Künzel, die natürlich in ihrem Wirkungsbereich dermaßen eingeschränkt wird. Übertreten, also es gibt keinen 7 Meter, so wie es aussieht. Es gibt Abwurf. Ja, Vivi nickt auch ab, dass sie wirklich eine Fußspitze auf der Linie stand. Richtig gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Und Vivi lächelt dabei, also sie weiß, beim nächsten Mal muss sie es besser machen. Ja, und deswegen gibt es auch keinen Protest hier von der Tribüne, die sonst ja recht laut ist, wie wir heute auch schon gehört haben. Ich fordere da keinen 7 Meter, wenn die eigene Spielerin abwinkt. Das gehört dann auch zum fairen Handballsport. Und der Tempo-Gegenstoß, wieder Bartlau. Und den Ball hat sie gefangen. Torhüterin von Buxtehude, Jennifer Knus. Und es gibt Freiwurf für Buxtehude. Ja, Vivi muss natürlich jetzt ihr Wurfbild verändern. Sonst hat die Torhüterin zieht ihr ziemlich schnell den Nerv dort. Hat auch gerade das Zeichen gekriegt. Versuche es über die Schultern im oberen Bereich.
Sehr gut, Anna Pöschel. Schwer zu sehen, der Ball für sie, da er direkt durch die Abwehr kommt. Oh. Starker Kampf von Vivian Erdmann. Aber auch wird erste Aktion sicherlich der Torwurf richtig. Zweite Aktion mit dem Versuch zum Kreisspiel. Überflüssig. Und jetzt mit dem Ausgleich zum 3:3 Steffi Dube. Sieht alles noch sehr zerfahren aus bei den Grün-Weißen. Man muss sich natürlich einstellen, dass man jetzt über die Halben spielt, ohne die Aufbaumitte, die sich oftmals jetzt auflöst mit Wendy an Kreis oder den Übergang auf die halbe Position sucht. Und Kada Hering steht unheimlich lange in der Luft, wartet lange auf die erste Bewegung von Anna Pöschel und netzt ein zum 4:3. Joda Wenk in den Block. Ja, aber man sieht Katharina die Anspannung doch an, ihren Schwerin zu spielen und die unheimliche Erlösung, wenn dann so eine Aktion geklappt hat wie eben, die sie unheimlich gut gesagt hat, ist gerade unheimlich lange in der Luft gestanden, die Torhüterin ausgeguckt, tolles Tor geworfen und da fällt auch ein großes Stück Anspannung von ihr ab. Ah, da macht Anna Pöschel eine gute Figur beim Abwehren dieses Hüftwurfes. Nimmt leider der Mannschaft selber die Chance mit einem Fehlpass vorne in die Konterbewegung. Und das nutzt Kata Hering unheimlich eiskalt aus. Wartet wieder und setzt das Ding diesmal lang unten in die Ecke. Keine Chance für Anna Pöschel. 3:5 die Führung jetzt für den Buxtehuder SV. Ja, und schon der dritte Treffer von Katharina Hering in diesem Spiel. Schöner Block, da haben wir es gesehen, für Wendy Künzel. Da wurde sie frei geblockt von Daniela Ernst, war das, glaube ich. Ja. Ja. Die sie da frei blockte. Und sie damit ein bisschen Luft hatte, das Spiel ein bisschen zu gestalten für Grün-Weiß. Aber es macht Buxtehude gut. Versucht da Wendy aus dem Spiel zu nehmen und Schwerin hat ihre Schwierigkeiten damit. Scheinbar gutes Mittel und technischer Fehler und jetzt geht's ab. Joda Wenk mit der Chance zum Tempo-Gegenstoß und das Tor für Grün-Weiß-Schwerin. Vier zu fünf, der Anschlusstreffer. War irgendwie ein guter Zwischen, aber kriegt den Ball dann an den Fuß. Ganz starke Passpassage, aber Anna Pöschel mit einer tollen Reaktion vom Kreis. Hält die Schwerinerin im Spiel und wenn die Künzel mit den Möglichkeiten, die sie jetzt hat, durchstoßen, holt sie den 7 Meter raus, den sie wahrscheinlich auch selber, ja, sie wird selber dazu eintreten. Ihre Gegenüber wird dann Jennifer Knust sein. Wünschen wir ihr viel Glück dabei. Aber da hat man, auf der anderen Seite hat man gerade gesehen, wie Daniela Ernst da rausrückt, diesen Ball Pass abfangen will, während Wendy Künzel den Ausgleich markiert. Dass Ernst da rausrückt, um den Pass abzufangen, dass sie funktioniert, dann ist die Lücke da, der Pass zum Kreis und dann der Wurf für Buxtehude, auch wenn er nicht zum Erfolg führte. Ja, es reicht manchmal schon, wenn du eine schnelle, kurze Bewegung hast und holst damit zwei Leute so ein bisschen weg vom Sechser. Dadurch, ja, gelbe Karte für Joda Wenk, vollkommen richtig. Und mit dieser Situation, dass die ballführenderin Spielerin zwei Abwehrspielerinnen kurzzeitig binden kann, erreicht man natürlich eine Überzahl, wenn man weiterpasst. Anna Pöschel erneut stark im Tor. Andreas Badlau, der spielt schon mit hier auf der Bank. Klasse gespielt, Vivian Badlau. Und klasse gehalten von Jennifer Knus. Wir sehen hier ein ganz tolles Handballspiel in der Rheinverbahnhalle Schwerin.
Und es ist da wirklich schade, dass wir hier keine extra Kamera haben für Andreas Bartlau. Das wäre momentan echt ein Bild wert, wie er da hinter der Bank vorsprintet. Schon passt den Pass und den Wurf mitspielt. Und Anna Pöschel erneut. Großartig. Aber jetzt spielt sie Daniela Ernst den Ball auf den Fuß. Das war schade. Also sie hat wieder großartig pariert da hinten im Tor. Das ist ein toller Rückhalt für Schwerin und sie hält Schwerin momentan im Spiel. Wobei auch auf der anderen Seite Jennifer Knuss schon wirklich toll gehalten hat. Ja, jetzt wird Kader Hering langsam nervös. Und das wird wahrscheinlich die erste 2 Minuten Strafe geben. Genau, ich habe es geahnt. Die Nummer 15, Alicia Oehme, muss vom Feld für 2 Minuten. Und jetzt die Situation 5 gegen 6. Benny hat jetzt wieder Wirkungskreis, hat keine kurze Deckung. Klare Entscheidung, 7 Meter, schön gezogen von Vivian Erdmann, auf die Lücke. Und mit Erfolg durchgesetzt zum 7 Meter. Wo wiederum Wendy Künzel antreten wird gegen Jennifer Knutz. Wendy Künzel jetzt mit der Chance zur ersten Führung für Grünbach Schwerin in diesem Spiel. Muss man aber sagen, Wendy Künzel verwandelt zum 6:5. Sicher den zweiten 7 Meter verwandelt. Und da kann man sagen, Schwerin ist da, Schwerin lebt. Auch wenn man da natürlich vor dem Spiel nicht so viel große Zweifel hatte. Da es so gut gelaufen ist bisher, aber Buxtehude ist ein anderes Kaliber. Wie Alsterdorf, Langenhorn und Bad Schwartau war ersatzgeschwächt, als Schwerin antrat. Man gewann zwar das Spiel, aber Bad Schwartau ist nicht zu unterschätzen im weiteren Verlauf der Saison. Wahnsinnig stark von der Nummer 13 von Sinab Prior mit einem Wahnsinnspass auf die Nummer 18, Sina Namat. Verwertung 6:6 und erneut die Führung für Schwerin. Wendy Künzel setzt sich durch über die Linksaußenposition. Ja, das ist auch sofort Zeitspiel jetzt angezeigt gegen Buxtehude. Hering scheitert an Pöschel. Pöschel mit dem langen Ball auf Bartlau. Und das Tor für Grün-Weiß-Schwerin. 8:6. Ein wahnsinnig schnelles, intensives, tolles Spiel hier. Ja, hat Kader Hering erst versucht, das Tor zu machen. Die musste ja abschließen, das war ja passives Spiel angezeigt. Und dann verteidigt sie gegen Vivian Bartlau und auch das gelingt ihr nicht. Und jetzt kriegt sie erstmal eine Auszeit vom Buxtehuder Trainer. Gute Kreisarbeit da von Namat, die schwer zu halten. Du meinst jetzt die Kreisläuferin? Ja. Ja, ist eine unheimlich robuste Spielerin dort. Anna Pöschel mit ihrer 6. Parade mittlerweile. Eine Kreisläuferin ist sehr groß, sehr robust und die setzt ihren Körper so ein, wie sie ihn braucht. Und da hat natürlich mit Daniela Ernst sicherlich vom Körper her das gleiche Kaliber, aber natürlich von der Größe her hat sie Nachteile. Ja, aber man muss so einen massigen Körper am Kreis auch erstmal wegdrücken können. Gerade für eine Sperre ist das natürlich ein großer Vorteil für Buxtehude. Steffi Dube, Zeit von aus, jetzt Zeit angehalten. War das ein Tor? Der Schiedsrichter zeigt auf jeden Fall, dieses Zeichen war
Tor. Und jetzt muss das Tor natürlich gerichtet werden, wenn das ein Tor war. Oh ja, genau so ist es. Das Tor zählt. Das Tor muss da einmal geklebt werden. Also Tor für Steffi Duber, das können wir mal so festhalten. Neuer Spielstand, 9:6 für Grünberg-Schwerin. Ja, das muss natürlich alles seine. Das ist natürlich sowas, was nicht passieren sollte, deswegen werden die Tore. Ja, es liegt aber an der enormen Wurfkraft von Steffi Dube, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, das wollen wir ihr natürlich anlasten. Nach ihrem Wurf muss das Tor erstmal geflickt werden. Die Auszeit wird wahrscheinlich eher Buxtehude zu Pass kommen, weil Schwerin gerade ins Laufen gekommen ist. Es ist ja keine Auszeit, es ist eine kurze Unterbrechung. Und da darf kein Trainer auf die Mannschaft einwirken. Das nicht, aber man nimmt natürlich den Schwung aus dem Spiel der Schweriner, die gerade am Laufen waren. Ja, wo sie spielen, dann hatten ja eben keinen Schwung. Die haben ihr Tor gemacht, warteten jetzt im Endeffekt in der Abwehr auf die nächste Aktion von Buxtehude SV. Also daher, denke ich mal, eine kurze Erholungsphase, kurz Luft holen. Aber ansonsten, denke ich mal, wird das keine Auswirkungen haben auf den weiteren Spielverlauf. Diese kurze Unterbrechung von knapp einer Minute. Ja, aber das darf natürlich nicht passieren, sollte nicht passieren. Weil sowas kann auch ganz, wenn der Schiedsrichter ungünstig steht, das nicht so sieht, dann kann auch ein Ball, der gar nicht drin war, im Tor landen und andersrum, wie wir es hier eben gesehen haben. Und dann ist ein geworfenes Tor, zählt dann nicht in die Wertung, das wäre äußerst schade. Also ich habe ihn, wie gesagt, selber auch nicht drin gesehen, ich habe ihn eher am Außenpfosten gesehen, aber gut. Dafür sind sie Referees, dafür sind sie zu zweit. Und dementsprechend Tatsachenentscheidung, der Pfiff kommt, Tor zählt. Ja, da muss man Kompliment machen, das ist toll gesehen, Vivian Bartlau. Und es gibt 7 Meter und 2 Minuten. Und es ist wieder die 15. Es ist wieder Lisa Öhme. Das tut weh. Und jetzt kommt die angesprochene Nummer 12. Genau. Die Svenja Lauers zum 7 Meter. Und ob sie, wenn die Künstlerin den Schneid abkaufen kann, das sehen wir jetzt beim 7 Meter. Ja, und sie schneidet. Sie kauft und, ihr den Schneider ab. Ja, natürlich. 7-1 natürlich. Sie hält den Ball wunderbar. War aber auch nicht wirklich scharf geworfen, auch nicht wirklich platziert geworfen. Und daher verdient der Sieger in dem Moment Svenja Lauers. Ja, und jetzt, das könnte Buxtehude natürlich als Auftakt nehmen, auch wenn sie in Unterzahl sind. Das Spiel wieder ein bisschen mehr an sich zu reißen. Also natürlich schwierig, wenn Schwerin die Abwehr gut stellt. Sie sind in Überzahl gut nachgerückt. Da, Auszeit, nee. Hatte erst einen Moment gedacht, die Schiedsrichter haben abgepfiffen. War nicht der Fall, konnte Schwerin. Und Daniela Ernst mit dem Ball, der muss natürlich rein. Nein, die Schiedsrichter haben nur kurz angezeigt, das ist alles im grünen Bereich bei der Abwehrarbeit. Und dass der Ball frei ist, dass es keine Entscheidung gibt. Wir warten ab mit dem und jetzt gibt's für den Vorteil. Ja, Entschuldigung, dass wir da einen Vorteil. Es gibt Auszeit. Durchgenommen durch Buxtehude und wir hören mal ein bisschen rein. Wir müssen ein bisschen besser zurückarbeiten, schneller umschalten, damit wir thermogenisch loswerden. Da können es die erste Sache. Die zweite Sache, vorne im Angriff, dürfen nicht mit brennen. Und wenn wir den Zweikampf gehen, mal konsequent in die Tiefe. Es ist immer nur Ausfallschritt breit und nicht in die Tiefe und dann weiterspielen. Ja, es ist zu viel Gezocke. Ja, lass den Ball laufen und aller Konsequenz in die Naht. Ja, in den Zweikampf, keiner darf alleine stehen. Wenn du vorne mit der Seite und die Kopf rein, Kontakt ihn drauf. Auf! Ja, Steffen Bürkner ist nicht zufrieden mit seiner Mannschaft.
hat gerade gesagt, nicht so ein Gezocke da vorne, nicht so ein Rumgeeier. Die sollen auf die Nahtstellen gehen, sollen den Ball schnell spielen, sollen auf die Lücken stoßen. So wie in der Anfangsphase der Halbzeit, wo sie oftmals über gutes, schnelles Passspiel eine 1-2-Situation geschaffen haben. Ja, vielleicht Roberto einmal zur Erklärung, was genau meint er mit Gezocke? Ja, war schon gut, es gibt aber Freiburg für Buxtehude. Also ich vermute dieses Klein-Klein. Nicht direkt auf die Nahtstelle, nicht direkt auf die Löcher stoßen und einfach nur mal ein bisschen auf guter Stelle mit dem Körper wackeln. So wie hier jetzt gerade. Das ist Gezocke. Und das war gute Abwehrarbeit von Grünwald-Sparin. Belohnung der Ball. Keine Abstimmung gerade im Angriffsspiel. Und der Ball ist mit reingeplumpt, würde ich sagen. Die Teuterin war dran. Die konnte es nicht ganz genau sehen und dann hat sie versucht, in der Herze zu fallen und dann waren am Ende beide im Tor. Ball und Torhüterin und damit 10-6 für Schwerin. Na jetzt Buxtehude auch wieder komplett. Schwerin hat es gut gemacht, die Überzahl ausgenutzt. Gibt Freiwurf für Buxtehude. Und jetzt kommt es für Buxtehude an, jetzt hier nicht den Faden in Schwerin zu verlieren. Sonst kannst du so ein Spiel auch mal, auch wenn viele Handball passieren kann, früh weggeben. Es scheint gerade so zu sein, als ob Buxtehude jetzt mit der, nachdem Schwerin sich eingestellt hat auf das Spiel, unheimlich große Probleme hat. Das ist jetzt dieses gemeinte Gezocke. Es geht hin und her, aber eine richtige Situation entsteht nicht. Und das ist Vivian Bartlau mit dem Tempo-Gegenstoß genau. Und der Treffer. Und das, was entsteht, sind natürlich die Kontersituation für Grünwald-Sparin. Und da haben wir nun mal auf den Außenseiten mit Vivian Bartlau und Steffi Dube. Die zünden beide ihren Turbo an, sind unheimlich schnell über die Mittellinie hinaus und bekommen dann den Pass, ob nun von der Mitspielerin oder von der Torhüterin, sehr wirkungsvoll. Und hier jetzt Jetsoda Wenk unterwegs. Und auch sie netzt ein. Führung jetzt 12-6. Ja, da reiben wir uns doch jetzt so verwundert ein wenig die Augen. 12-6, Jodha Wenk mit dem Treffer für Grünwald-Sparin. Ja, Buxtehude hat so ein bisschen einen Faden im Spiel verloren. Ja, soll man erzählen. Aber du als Trainer mal, und da ist der nächste Ball weg. Und Sparin mit dem schnellen Konterspiel. Und Steffi Dube, Tor! 13-6 für Grünwald-Sparin. Du als Trainer, Roberto. Was geht dir mit dem Trainer jetzt vor, wenn du sagst, Mädels, hört auf zu zocken und was wir machen, ist zocken? Eine innere Unruhe auf jeden Fall. Man brodelt innerlich. Man ärgert sich vielleicht auch, dass man nur eine Auszeit hat pro Halbzeit. Und ich glaube, das Gefühl, wenn ich ihm so ein bisschen ins Gesicht schaue, ich glaube, das Gefühl habe ich gerade, dass er sich wünschte, nochmal kurzzeitig das Spiel unterbrechen zu können. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, ist Anna Pöschel da. 7. Parade mittlerweile. Ja, und 2 Minuten Strafe gegen Jodha Wenk. Ja, ich habe es nicht gesehen, warum. Der Schiedsrichter zeigt mir was an. Jodha nickte ab, dementsprechend wird es richtig gewesen sein. Ja, und jetzt haben wir die erste Überzahlsituation für Buxtehude oder Unterzahlsituation für Sparin. Bin mal gespannt, wie sie das lösen. Das wäre natürlich die Möglichkeit, die Initialzündung für Buxtehude. Und jetzt haben wir Kerstin Labs mit auf dem Feld. Und Wendy Künzel, die den 7 Meter rausholt. Das ist sehr. Da schreien sie sich schon an auf Buxtehuder Seite. Das zeigt die Unzufriedenheit. Auf jeden Fall gibt es die gelbe Karte hier gegen Isabel Kaiser. Aber ja, kein 7 Meter, sondern Freiwurf, du hast es richtig. Und Vivian Erdmann explodiert, steigt nach oben und zieht das Ding kurz unten in die Ecke. Wahnsinn. Und im Gegenzug Isabel Kaiser mit dem Anschlusstreffer zum 7-14.
Ja, Schrittfehler, korrekt. Ja, Andreas Bartlau, Schweriner Trainer, wollte das nicht wahrhaben. Gut gestanden, Vivian Bartlau, die Hände dazwischen. Wo ist ein wichtiger Ballbesitz? In Unterzahl. Bälle zu holen, das gibt Zeit. Bis Schwerin wieder auffüllen darf. Und Jutta Wenker hebt es schon, das dürfte gleich. Wieder vervollständigen. Den soll sich wieder hinsetzen. Ja, es darf nur einer an der Bank stehen. Und daher das Signal von Andreas Bartlau. Setz dich bitte jetzt mal wieder hin. Ja, regeltechnisch wieder was gelernt. Danke dir dafür, Roberto. Und jetzt der Tempo-Gegenstoß. Künzel mit der Hand dran. Und damit die Chance für Schmarini zurückzuziehen. Aber das Umkehrverhalten war nicht gut. Und Daniela Ernst. Daniela Ernst füllt jetzt auch für Joda Wenk. Klar, weil Kerstin Laps ist ja jetzt im Spiel auf der halbrechten Position. Daher wahrscheinlich auch das kurze Ausbremsen von Joda. Und jetzt gibt es 2 Minuten, oder? Gelb. Gelbe Karte gegen Vivian Erdmann, ja. Ja, ich hatte auch erst sofort das Gefühl, er sieht gelb. Dann, wie er gezögert hat, habe ich gedacht, vielleicht doch 2 Minuten nach kurzer Absprache mit den beiden Schiedsrichtern. Anscheinend sie dann gelb. 6 Minuten noch in der ersten Halbzeit, 14:7 für Grün-Weiß-Marien. Auch da erneut ein Schrittfehler. Steffi, du besetzt dich gekonnt durch. Geht gegen die Laufrichtung ihrer mitgelaufenen Abwehrspielerin. Und setzt sich durch mit Erfolg. Turbo-Treffer 15:7. Und im Gegenzug Isabel Kaiser 8:15. Herr Roberto, sind das nicht für ein Bundesliga-Reserveteam erschreckend viele technische Fehler? Ich denke, in jedem Spiel gibt es technische Fehler, mal mehr, mal weniger. Und da wir jetzt schon gehört, das Gezocke, was der Trainer ansprach, dieses Hin und Her, da spürt man die Unsicherheit, nachdem Schwerin sich ins Spiel gebissen hat, die Unsicherheit im Aufbauspiel. Und daher, es passieren technische Fehler en masse. Viele sind uns gar nicht bewusst, die sehen wir teilweise auch gar nicht. Aber im Endeffekt gehört es zum Handballspiel dazu, das macht das Ganze so attraktiv. Dadurch wird das Spiel auch unheimlich schnell, weil das schnelle Umschalten, ob nun von Buxtehuder Seite oder auch von Schweriner Seite, ist enorm toll anzuschauen, mit welcher Geschwindigkeit dieses Wahnsinns 1-1 zum Beispiel. Ja, schöne Finte von Alisa Ömer, die bisher nur die 2 Minuten Strafen aufgefallen ist. Davon hat sie nämlich schon 2 gesammelt, das ist gefährlich für Buxtehude. Aber sie macht dir das Tor zum 15:9. Der ist weg. Ich möchte sagen, es ist ja nicht nur ein unheimlich schnelles Spiel. Das wird von den Schiedsrichtern auch gefordert. Man sieht sofort hier ein passives Spiel. Wollen wir nicht sehen. Sofort die Anzeichen, okay, wir könnten gleich den Arm heben. Spielt weiter Handball. Das macht das Spiel noch ein Stück weit attraktiver, weil die Mannschaft gezwungen sind, schnell zu spielen. Oder vorwärts zu spielen. Ja gut, sie wird ja nicht gezwungen, schnell zu spielen. Aber es ist natürlich wichtig, mit jeder Bewegung irgendwo auch Druck auf die Abwehr zu machen. Wenn das nicht stattfindet, kommt natürlich das passive Zeichen von den Schiedsrichter gespannt. Aber das Gefühl habe ich bei Schwerin momentan noch gar nicht gehabt, dass es da wirklich passiv zugange ist. Vielleicht in den ersten 5 Minuten, wo man ein bisschen unsicher war. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, die Maschinerie vorne läuft wahnsinnig gut. Die Abwehr hält ordentlich zusammen. Daher kommt auch dieser deutliche Vorsprung. Und Anna Pöschel noch zusätzlich. Vivian Bartlau, der Tempo-Gegenstoß. 16:9 für Grün-Weiß-Schwerin. Ein großer Rückhalt heute. Anna Pöschel, 8. Parade. Vivian Bartlau nimmt das Geschenk des Passes von Anna Pöschel an. Ich denke mal jetzt also als Trainer gedacht, Roberto,
wenn du Trainer von Grünwald Schwerin bist, Auszeit nur noch, wenn wir den letzten 3 Sekunden Ball an den letzten Spielzug besprechen, oder? Richtig, vollkommen richtig. Es läuft. Was willst du jetzt großartig noch ändern? Deswegen, genau wie du es jetzt gesagt hast, das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir nutze, die ich selber nutzen würde, um nochmal vielleicht was Neues auszuprobieren, genau in diesem Moment. Annika Gladbach mit dem Treffer für Buxtehude zum 16:10. Und da ist die Auszeit von Andreas Bartlau, der macht etwas anders wie du. Ein bisschen. Und ich schon wieder. Auszeit. Genau, weil es diese Auszeit Wir müssen nach vorne jetzt disziplinierter spielen. Wir werfen die Bälle einfach zu leicht weg da vorne. Macht das Spiel breit. Die stehen jetzt 5-1 dort hinten, dass wir dann auf die Nahtstelle ziehen. Und dann wird auch die Tormöglichkeit da sein. Ja? Nicht einfache Bälle jetzt versuchen, irgendwo den Kreisläufer oder den Außen zu vergewaltigen, sondern klare Spielzüge jetzt. Das sagst du jetzt an. Los geht's. Ja, Roberto, dann berichte mal aus dem Kreis der Schweriner. Also auf jeden Fall ist er zufrieden. Was ihm jetzt in den letzten 2-3 Minuten nicht gefallen hat, ist dieses teilweise wahllos draufhämmern auf die Kiste. Keine klare Spielsituation. Und eben nochmal die Aufforderung an Vivian Erdmann und wie auch an Wendy Kunze. Spielzüge, Spielzüge, Spielzüge. Ja, das war so einer Klasse gespielt. Und Daniela Erz mit dem. Das war auch eine doppelte Finte, wie wir es erst bei Buxtehude gelobt haben. Jetzt hier auch mit Vivian Bartlau und Daniela Ernst, die den Ball dann am Ende bekommt. Einstudiert, sicherlich. Und das 17:10, das sah wirklich toll aus. Und ich wollte eben noch ansprechen, Künzel wird jetzt nicht mehr rausgenommen aus dem Spiel. Ja, ich denke mal, es hat sich in der Frühphase des Spiels hat sich das bemerkbar gemacht, kurz. Aber mit dem Reinbeißen der Grün-Weißen im Angriff hat sich das erledigt, weil im Endeffekt wurden sie nachher auch im 1-1 von Wendy überrannt, weil sie oftmals die Lücken über die halbe Position gesucht hat. Und daher, das machen sie wirklich gut. Also, wenn sie eine Abwehrspielerin binden, steht sofort die Kreisläuferin frei. In diesem Fall Isabel Kaiser. Ja. Ja. Sina Namat macht den Treffer am Kreis. Das hat sie gut gemacht, hat sich toll durchgesetzt. Und wir gehen jetzt in die letzte Minute. Das war so ein weggeworfener Ball, den Andreas Bartlau ansprach. Wir haben noch gute 40 Sekunden gehabt. Das heißt, eine klare Sache ansagen. Schönen Spielzug. Da braucht man nicht, so wie eben gesehen von Wendy Kunze, einen Hüftwurf anzusetzen. Ohne Not hätte man warten sollen. Und Anna Pöschel reibt sich den Ball raus. Und jetzt wird nicht mehr schnell gespielt. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Das geht mir ein bisschen zu langsam bei Schwerin. Da wird ein Übergang gespielt, denke ich mal. Ein schneller Übergang, ein Kreuz. Und dann wird das Ding abgefeuert. Und Vivian Erdmann und sie wirft die Torhüterin an. Und das war's Halbzeit in Schwerin. Zwischen SV Grünwald Schwerin und Buxtehude 17:11. Thank you.
Das ist dann der Spieler SC aus der Verbandsliga. Gegner des ebenfalls Verbandsliga Haber Trikot. Wieder ein Verbandsligist, HSV 90 Waren. Und der Gegner ist Grimmen 2. TSG Wismar und auch Verbandsligist ist Blauer SV. Damit ist die erste Runde in der Auslosung. Alle anderen Mannschaften haben ein Freilos. Ich tue jetzt drei weitere Lose in den Losbox. Das sind die Sieger, Spieler 1 bis 3. Zweite Runde für die Rand am 19.20. in der Stadt. SG Bank zu Lietzen. Ja, sauber, Anja! Dann müssen wir das Heimrecht tauschen. Der Gegner ist SSV Heimat Tito, die Liebe Mannschaft hat Heimrecht. Also müssen die SG Bank zu Lietzen zuerst nach Tito fahren. Kreisel ist Kreiswahl 2. Gegner ist der Schwaner SV. Siegerspiel 3 gegen den Mecklenburger HC. Güstrower HV 3, auch ein Kreisligist. Und Warnemünde 1. Grimmen 1. Und das bleibt gegen HCN Chor Rostock 2. HSG Kreiswald 1 gegen, ja, das passt, gegen Union Rostock. Siegerspiel 2 gegen Bünzel aus der Kreisliga, das ist dann so für die Usedom 2 gegen Kiewitz, auch hier müssen wir tauschen, Kiewitz hat dann Heimrecht. Und Usedom 2 ist die Gastmannschaft. Heimrecht hat Schwan 2 aus der Kreisliga Männer. Und die spielen gegen Berlin. Dann Hagenow gegen Dobermann 2. Güstrow 1 gegen Neukloster. Das muss getauscht werden. Neukloster aus der Verbandsliga empfängt die erste Mannschaft des DRV. Dann Stralsund 3 gegen HCM Chor Rostock 3. Rimpitz, das wird nicht geklappt hier, gegen Bützow 1. Das muss auch wieder getauscht werden. Torgelow empfängt zu Hause Löw 2. Das geht. Die SG, die Spielgemeinschaft Parchim-Mansburg-Garitz empfängt den Stappenhagen als Frau. Strahlen 2 und empfängt den Sieger Spiel 1. Damit sind wir mit den Männern fertig und kommen wir nun zu dem, was wir schon sehen hier bei den Weißen. Hand ist zur ersten Runde der Frauen. So, gehen wir noch weiter. Wir müssen auch noch, wir müssen 7 Spieler auslosen. Erste Mannschaft ist Pädagogik, müssen wir tauschen. Die empfängt zu Hause, die muss nach Maseball. Das geht. Friedens empfängt die dritte Mannschaft des Rostocker HC. Das geht auch. Der Dobermanner SV empfängt Wolgast.
Ja, Grün-Weiß 2 hat ein Heimspiel gegen die SG Bünzow-Güstrow. Dann PSV Stralsund aus der Kreisliga empfängt Stadtenhagen. Warnemünde empfängt Motorbad. Und Eintracht Rostock, nein, das müssen wir tauschen, weil der Gegner ist Parchim aus der Kreisliga. Parchim empfängt zu Hause Eintracht Rostock. Das heißt, interessant für Grün-Weiß. Zu Hause gegen die SG Bünzow-Güstrow. Und alle weiteren Mannschaften bei den Frauen haben einen Radius. Das ist zum Beispiel Mecklenburger SV, Stralsund. Das ist Greifswald. Wo war das noch ausgelost? Neukloster haben wir ausgelost. Löns haben wir ausgelost. Und bis ganz weiter. Ich danke Ihnen beiden für die Ausführung und dann können wir weiter. So, wir sind bereit zur zweiten Hälfte. Wir haben eben noch eine Halbzeitpause. Kurz den Pokal ausgelost bekommen. Hier den Landespokal des Handballverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Zuerst die Männer, die ersten beiden Runden. Und dann die Frauen. Und dabei kam raus, Grün-Weiß Varin, zweite Mannschaft. Spielt gegen die SG Bünzow-Güstrow. Aber gehen wir zurück zum Spiel. Dritte Liga, dritter Spieltag. Grün-Weiß-Schwerin gegen Buxtehude SV 2. Hannover, die als Grün-Weiß-Schwerin. Wir haben eine ganz, ganz tolle erste Halbzeit gesehen. 17:11 der Spielstand. Das hat sich Grün-Weiß-Schwerin verdient. Und jetzt der Pass nach außen. Auch das ist einstudiert. Nichts Neues. Schönes Kreisanspiel. Ja. Nee, Buxtehude ist wach aus der Kabine gekommen. Sehr, sehr wach. Und Steffi Dubel scheitert von außen. Also erste Halbzeit besser gelungen. Da waren beide Versuche drin. Auch wenn der eine mit ein bisschen Konfusion. Aber das Spiel beginnt nicht ganz so schnell wie die erste Hälfte. Wieder eine Einzelaktion. Diesmal von Annika Gladbach. Und ich glaube immer noch nicht, dass es das ist, was der Trainer sehen will. Aber der sieht auch nichts vom Buxtehude, weil der ist auch gar nicht da. Lässt seine Mädels da alleine. Sicherlich vielleicht auch eine psychologische Maßgabe. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Wendy Künzel und das Tor von Isabel Kaiser. Mal schauen, was sich Schwerin jetzt einfallen lässt. Marie schoss sich jetzt mit auf der Platte. Geht an den Kreis. Schöne Finte von Erdmann auf Schossig. 7 Meter. Für Schwerin. Das war gut gelöst in Unterzahl. 7 Meter. Und es gibt noch Gelb gegen Namath. Oh. Den 7 Meter kann Benny Künzel jetzt nicht werfen. Sie hat auch verworfen. Vivi Bartlau. In den Pfosten. Und damit bleibt Svenja Lauers zum zweiten Mal Siegerin im 7-Meter-Duell. Zwei Minuten Strafe für Vivian Erdmann.
hat aber erstmal keine Auswirkungen. Liebin Erdmann hat erst eine gelbe Karte, jetzt die 2 Minuten Strafe. Ja, und jetzt mit 4 Leuten, jetzt ist natürlich 4 Platz für Buxtehude, die müssen schnell spielen. Spielen es gut, machen das Tor über Alisa Öhme. 17-13. Ah, jetzt kommt ein bisschen Hektik auf der Tribüne auf. Jetzt wird es lautstark hier. Fühlen sich die Schmeriner natürlich etwas benachteiligt, das Publikum. Die Künzel führt jetzt wieder auf 5. Und jetzt ist es nur noch eine Frau weniger auf dem Feld für Grömer Schmerin. Trotzdem noch Unterzahl. Und passives Spiel angezeigt, ist das richtig? Ja, vollkommen richtig. Kerstin Labs. Abgebrochen. Kerstin Labs zu lange gezögert, genau. Klare Situation angezeigt von den Schiedsrichter. Da muss sie werfen. Es gibt Freiwurf. Entschieden von den Schiedsrichtern. Aber die Konfusion ganz gut für Grümmer-Sparen. Sekunden verstreichen, die man brauchen kann. Gleich wieder, wenn der Bibin Erdmann Sparen wieder auffüllen darf. Vollkommen richtig. Was mich nur wundert, Kata Hering, die ja nun vorhin sehr, sehr gut angefangen hat auf Buxtehuder Seite, findet seit gut 20, 25 Minuten überhaupt nicht mehr statt, wurde aus dem Spiel genommen. Und ein bisschen bewunderlich, weil sie als einzige Spielerin aus dem Rückraum zu dem Zeitpunkt gefährlich war. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, warum er sie eben rausnimmt, weil sie eben so gut funktioniert hat. Das war eine Situation, wo sie erst das Tor nicht macht, die Medaille für Grümer Schmerin, wo sie erst das Tor nicht macht, wo sie aber werfen muss, weil passives Spiel angezeigt ist, dann Vivian Bartl auch nicht gehalten kriegt in der Abwehraktion und seitdem ist sie raus. Fand ich übertrieben, aber der Trainer wird seinen Grund haben. Der ist jetzt auch wieder an der Bank und Vivian Erdmann kommt zum 7 Meter. Gegen Sven Jahr-Lauer, die ist erneut erfolgreich und Erdmann trifft zum 18-3. Abgefälscht durch Fanny Künzel, unhaltbar dadurch für Anna Pöschel. Anschlusstreffer 14-18. Ja, und jetzt sehen wir wunderbar die Eigenschaft des Handballsports. Es ist absolut spannend, trotz eines 4-Tore-Vorsprungs für Grün-Weiß-Sparren. Weil Buxtehude scheint mir etwas besser aus der Halbzeit gekommen zu sein. Aber das war schön gespielt. Und Svenja Lauers wird da so langsam ein wenig warm geworfen. Ja, dreimal beim 7 Meter umgezwungen. Stärkt natürlich das Selbstwertgefühl. Und natürlich von außen ist sie eine Bank. Sie ist ja, knapp kleiner als das Türchen da. Passt da gerade so rein. Hat natürlich auch einen wahnsinnig guten, beweglichen Körper. Man kann natürlich mit ihren Aktionen sehr, sehr lange warten. Ja, und jetzt auch bei Grömer Sparren der Torwart. Wechsel. Jetzt gibt es auch kleinere Instruktionen von Anna Pöschel an Noemi Nabelek. Und die Chance für Buxtehude jetzt auf 3 Tore zu verkürzen. Und das macht sie gut. Die Melissa Luschnard. 18-15. Da sieht man bei Schmerin vermehrt das Kreisanspiel. Ja, aber auch schon wieder fast zu oft, weil jede Angriffsaktion soll über diesen Kreis laufen. Man macht jetzt wieder den Fehler, man spielt nicht breit über die ganze Fläche
und zieht auf die Lücken, weil erst dann löst sich ja natürlich der zweite Abwehrspieler auf den Ballführenden. Dann wäre die Kreisläuferin auch frei. Aber dieses abrupt jetzt immer wieder reinspielen in eine Situation, Kreisläufer 1 gegen 2, ist fast unmöglich. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Das war jetzt, ich glaube, das dritte Anspiel auf die Kreisspielerin, wo drei Buchsehuderer um sie rumstehen und sie eigentlich festhaben und das eigentlich nicht werden kann. Jetzt eine Variante gespielt, Kerstin Labs. Der Pass war suboptimal, aber sie kriegt ihn noch gut mit. Warte, ich denke mal sogar geplant, dieses Rauslaufen von der Kreisläuferin, das Nachstoßen in die Ballbewegung. Das war, glaube ich, schon so gewollt. Fußfehler von Kerstin Labs. Ja, dann bin ich verwundert. Jetzt muss Schwerin aufpassen, dass sie den kompletten Faden verlieren. Freiwurf Buxtehude. Müssen jetzt wieder konsequent in der Abwehr arbeiten. Und vorne eben, wie du sagst, in die Breite spielen. 7 Meter. Und es gibt noch 2 Minuten oben drauf, würde ich sagen. Nein, doch. 2 Minuten gegen Kerstin Labs. Die zweite Entscheidung kurz hintereinander gegen sich, die sie nicht fassen kann. Und 7 Meter für Melissa Luschnard. Anna Pöschel bleibt diesmal im Tor. Ja, sie hält ihn. Hält ihn nicht. Melissa Luschnard verkürzt auf 18-16. Daher haben wir genau auf der anderen Seite eine 2-Minuten-Strafe gesehen. Hier sehen wir sie jetzt nicht für das Trikotzupfen. Daher auch das leicht entsetzte Gesicht von Vivian Erdmann. Wieder der Versuch, aus einer Nullsituation den Kreis aber anzuspielen, der abgedeckt ist mit 2 Spielerinnen. Und Vivian Erdmann tankt sich durch, zieht die 2-Minuten-Strafe zusätzlich. Führung wieder 19-16. Das war wiederum in die Breite gespielt, eine neue Situation geschaffen. Vivian Bartlauf mittlerweile ihr 5. Treffer in diesem Spiel. Ja, es wurde auch langsam eng für Römer-Sperin. Ich habe meinen Blick kurz zurückgeworfen. Man führt ja mit 17-11. Es gibt 7 Meter für Buxtehude. Spariner, man kann es nicht so richtig fassen. Blick zurück. Spielstand zweite Halbzeit 2-5. Ja, es geht im Endeffekt so los, wie es in der ersten Halbzeit angefangen hat. Mit der Nervosität auf Spariner Seite. Klar, man geht natürlich mit einem sicheren Gefühl rein ins Spiel in die zweiten 30. Aber man sollte sich in so einer Liga auch nie zu sicher sein und auch nicht bei der Buxtehude 2-Truppe sind Anschlusskader für die erste Liga. Und da steckt unheimlich viel Potenzial drin. Und das Letzte, was sie nicht machen. Ja, jetzt hat sie den 7 Meter gehalten. Und dann der Nachwurf doch drin von Luschnard. Das Tor für Buxtehude. Ja, aber da kannst du vielleicht mal erklären, so als Trainer. Es ist doch, so eine 17-11-Führung ist doch scheiße, man kann nicht meckern, oder? Was nochmal? So eine 17-11-Führung zur Halbzeit gegen so einen Gegner, das ist doch schlecht. Man hat ja nichts zu meckern. Man hat eine ganze Menge zu, also das haben wir auch in der Auszeit gehört, dass Andreas Bartlauch unzufrieden war mit den letzten 5-6 Minuten, wo dieses Klein-Klein gespielt wurde und nicht wirklich mannschaftlich breit geschlossen gespielt wird. Grün-Weiß, wir kommen unter nächste 7 Meter. Das ist ja wie erst Bäume fällen. Hier 7 Meter auf der linken Seite, auf der rechten Seite.
Ja, aber momentan steht eine 7-Meter-Töterin im Tor. Für Buxtehude. Vivian Erdmann, Tor. 20:17. Was ich dir auch schon mal erzählt habe, Kai, es ist leichter, einen Rückstand aufzuholen, als einen Rückstand zu Vorsprung zu verwalten. Und aber ganz eiskalt, ganz, ganz abgeklärt. Da ist sie wieder, du hast sie angesprochen. Kader Hering steht vor der Abwehr, es passiert gar nichts und er zieht sie das Ding trocken ab und verkürzt. Aber im Gegenzug, Vivian Erdmann wieder auf 3-Tore-Führung, 21:18. Ja, und jetzt, wir haben uns gewundert, jetzt bringt er sie wieder. Vielleicht wollte er mit ihr anfangen, stark beginnen und mit ihr aufhören. Also ein starkes Ende haben. Die Motivation, das ist das Tor für Buxtehude. Das müsste Luschnard gewesen sein. 21:19, hier geht's hin und her. Joda Wenk, Tor für Schwerin. 22:19. Wir sehen jetzt so ein bisschen jetzt in den ersten paar Minuten einer wilden Hasenjagd. Es geht rauf und runter, unheimlich viel Tempo drin. Die Frage ist, wer zuerst die Kräfte schleifen lässt. Ja, ich habe in dem Zusammenhang mal von dem Begriff Hasenhandball gehört. Kommt das daher? Was für ein Ding? Den Begriff Hasenhandball, kommt das daher? Ja, so ein bisschen. Das ist den, genau diese der Ball zu weit von Anna Pöschel für den Badlau. Sie versucht alles zu kriegen und jetzt natürlich die Überzahlsituation. Buxtehude, wenn sie schnell ausspielen. Ja, vollkommen richtig. Hasenhandball, richtig. Diese unheimliche Schnelligkeit drin. Keine Struktur, keine Spielzüge. Es ist einfach dieses Zack. Einfach die erstbeste Situation nehmen. Entweder es passiert was. Und es passiert nichts. Und dann kommt es dazu, dass viele Fehler gemacht werden. Technische Fehler. Und dadurch geht das unheimlich schnell hin und her. Und dadurch haben wir dann die Situation und den Begriff Hasenhandball. Ja, aber mal die Frage für den Zuschauer, ist doch der Hasenhandball viel interessanter, oder? Ja, sicherlich ist es interessant. Aber das Risiko ist auch unheimlich groß, dort unheimlich viel Kräfte zu lassen. Weil das Tempo kannst du definitiv nicht über 60 Minuten gehen. Und jetzt sehen wir es bei Grün-Weiß. Ja, war ein schöner Wurf von mir. Ja, natürlich. Aber auch wahnsinnig gut gehalten. Und Nama hat mit dem Tempo Gegenstoßtreffer. Ja, und jetzt, wir haben noch knapp 10 Sekunden haben wir noch zu spielen. Muss einmal der Boden gewischt werden. Aus der Eifer treten. Der Dank an alle Helfer, die am Wochenende mithelfen, mit dem Wischen, dass die Spiele reibungslos funktionieren können. In dem Fall der Nachwuchs von Grün-Weiß Schwerin. Vielen Dank in die Richtung. Und vielen Dank bis hierher auch an die Akteure auf dem Spielfeld. Ganz tolles Spiel. Ah! Der Trick funktioniert nicht. Tempo-Gegenstoß. Und das Tor von Luschnard und der Anschlusstreffer für Buxtehude. Und wieder der Ballverlust. Und die Chance hier für Buxtehude, das erste Mal, ich glaube, seit der 7. Minute, wieder auszugleichen. Und jetzt werden wir auf die Künste, die Schusskünste auch von Katharina Hering vertrauen. Ja, das war mit Ansage der Wurf. Zu sehr mit Ansage für meinen Geschmack. Und Anna Pöschel kann ihn entschärfen und
Grün-Weiß hat die Möglichkeit, hier wieder ein zwei Tore Vorsprung draus zu machen. Das ist eigentlich der Spieler, Roberto. Wenn man mit zwei Toren führt, fühlt man sich dann sicherer oder ist einem das erstmal egal? Ich sag mal, man fühlt sich immer mit zwei Toren voraus, fühlt man sich immer besser, weil man immer, wenn der Gegner einen nachlegt und wenn wir die Möglichkeit hat, draufzupacken, ein Tor Vorsprung, kann so eine Knicksituation ergeben. Jetzt vielleicht die zwei Tore Führung? Nein. Lauer ist mit einer klasse Parade gegen Bartlau. Aber der Pass von Wenk war auch nicht gut. Er hat lange gebraucht, um den Ball überhaupt unter Kontrolle zu bekommen. Schön durchgesetzt. Auch Schritte gepfiffen. Und Auszeit genommen von Grün-Weiß-Sparin. An die Sponsoren Bolero-Sparin und das Restaurant Hermes. Jetzt müssen wir ein bisschen tun. Ihr wollt ja 20 Toren gewinnen, das werden wir hier heute nicht. Ja, es werden klare Sachen vorne, wir werden spielen, kein Fokus-Pokus, sondern wir gehen wirklich genau in die Nahtstelle rein, wollen die Meter haben, lassen den Ball schnell nach vorne laufen und in der Abwehr kommst du jetzt raus, da kommt die Dani rein und dann wird jetzt hinten nochmal richtig gearbeitet und es werden keine Tore mehr zugelassen, der Rest ist dazu hinten. Ja, los jetzt, ja. Herr Roberto, dann berichte mal, was haben wir gehört in Auszeit? Gibt nicht allzu viel, ist die gleiche Ansage wie kurz vor der Halbzeit. Ihr müsst wieder auf die Nahtstellen stoßen, ihr müsst spielerisch einwirken, weil so habt ihr bei dieser Hasenjagd, das ist jetzt meine Wortwahl, keine Chance. Ihr rennt in die Konter, klare Sachen, ich habe auch gehört, dass wenn die Künstler wahrscheinlich in der Abwehr rauskommen und dort der Abwehrangriffwechsel stattfindet, und ich hoffe mal, dass die Grün-Weißen das jetzt wieder umsetzen, was Andreas Bartlau ihnen mit auf den Weg gegeben hat auf die letzten 15 Minuten. Ja, wie kommt es, Roberto, dass die Spieler diese Ansage, die wir hier nun in jedem Handballspiel hören, wenn die Künzel mit dem Pfostentreffer, da hat er noch Pech, immer wieder zu ignorieren scheinen auf dem Spielfeld? Ich denke nicht, dass sie sie ignorieren. Das ist einfach, man hat gemerkt, dass in der Endphase der zweiten Halbzeit hat ja alles funktioniert. Konter, spielerisch, alles wunderbar gelaufen. Und man fühlt sich in gewisser Weise sicher. Und man glaubt natürlich mit dieser Einfachheit, mit dieser Leichtigkeit, das Spiel weiter gestalten zu können. Das geht aber nicht, weil wir sehen ja auch hier, Buxtehude hat sich noch lange nicht aufgegeben. Ja, müssen sie auch nicht. 22-22 der Ausgleich durch Namath. Und so langsam muss ich Schmerin was einfallen lassen. Vollkommen richtig. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Schwerin jetzt Probleme mit dieser 6-0-Deckung hat. Vorher haben wir ja diese 5-1-Abwehr gesehen mit dem Aufposten auf Benny Künzel. Da hat man sich ziemlich schnell drauf eingeschossen und konnte dann auch das Heft in die Hand nehmen in diesem Spiel. Jetzt die Umstellung auf diese massive 6-0-Abwehr. Und da wieder das Problem der Schwerinerin, sich Räume zu schaffen. Und das ist das, was Andreas Bartlau ja nur auch gesagt hat. Ihr müsst schnell spielen, in der Breite spielen und auf die Nahtstellen gehen. Dann kommt ihr auch wieder zu einfachen Torerfolgen. Ja, und der Wurf von Katharina Hering, der war nicht vorgesehen im Trainersplan. Die entschuldigt sich direkt an der Bank. Und Vivian Erdmann mit der Führung für Grün-Weiß-Sparin. Und das Tor in der kurzen Ecke, Leonie Limberg, zum 23-23. Ja, Buxtehude Abwehr steht da jetzt unheimlich gut, unheimlich gefasst. Und wenn sie jetzt solche Fehler einschleichen, Erdmann! 24 zu 23 für Schwerin.
die Einzelaktion von Erdmann halten Schwerin momentan im Spiel, aber das kann nicht die ganze Zeit so gehen. Nein, es ist ein großer Kräfteverlust, immer wieder. Klasse Anspiel auf Namann. Das machen die unheimlich gut mit diesem Anspiel an Kreis. Und Namann hat nun mal wirklich körperliche Voraussetzungen, kann sich da wunderbar durchsetzen. Steffi Dubel, mal anders gespielt. Da war sie im Kreis, deswegen gibt es 7 Meter. Und 7 Meter heißt nichts Gutes, oder? Na gut, wir haben jetzt eine Quote von 1:3 für Grün-Weiß. Vielleicht verbessern wir sie jetzt auf 2:4. Mal gucken. Und Pfostentreffer von Erdmann. Ist ja unglaublich, dass jetzt der 4. 7 Meter den Grün-Weiß verwirft. Das ist für so ein Spiel eigentlich zu viel. Deutlich zu viel. Hatten wir das nicht letztes Jahr in der Ostsee-Spreeliga, wo es 10 waren in einem Spiel? Ich möchte mich nicht daran erinnern. Ich habe es zum Glück nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Ja, ja, es waren von 12, 7 Meter waren 2 drinne. Daran erinnere ich mich noch. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Mädels das jetzt nicht in die Tat umsetzen, um einen neuen Rekord aufzustellen. Ja, das wird auch ein bisschen eng noch. Müssen ja noch 6. Bis sie für einen neuen Rekord sogar 7 Meter kommen. Das wird in 10 Minuten ein bisschen knapp. Wir haben es jetzt in der Frühphase der zweiten Halbzeit gesehen, wo wir von der Hasenjagd gesprochen haben. Da haben wir, glaube ich, 4 Angriffe hintereinander oder sogar 5. Und 7 Meter. 7 Meter Entscheidungen gehabt, wie auch jetzt wieder. Das ist eine unheimlich schnelle und klare Entscheidung. Gelbe Karte für Andreas Martlau. Und nochmal. Torwartwechsel, Anna Pöschel kommt raus, Noemi, Nabilek kommt wieder, vielleicht ein bisschen mehr Fortune jetzt, ja, beim Abpraller. Die kennt natürlich Katharina Herring nicht, Noemi Neu, Katharina Herring, verwandelt trotzdem zur Führung für Buxtehude. 5. Treffer von Katharina Herring in diesem Spiel. Und das Publikum merkt, Grün-Weiß braucht Unterstützung. Ein gutes Publikum merkt das und Schwerin hat heute ein gutes Publikum. Und Joda Bank mit dem Ausgleich, 25-25. Aber jetzt hat sich Buxtehude den Spielvorteil, nämlich bei Unentschieden selber im Ballbesitz zu sein, erarbeitet. Zweimal. Fehler und die Chance für Schwerin zum Konter. Bartlau. Vivian Bartlau. Und das Tor für Grün-Weiß-Schwerin. 26-25. Ballbesetzt für Grün-Weiß-Schwerin. Wunderschön rausgespielt, aber Steffi Dubel scheitert.
Anlauers, die von außen ein unheimlich gutes Stellungsspiel hat. Es bleibt bei der Eintoreführung. Ja, ich habe das gerade aus einer anderen Perspektive nochmal gesehen, den Wurf von Steffi Duber. Unterscheidet sie daran, was wir mal gelernt haben, ne? Halb hoch ist nicht gut. Ja, man muss sich aber bei dieser großen Torhüterin einen Winkel suchen. Und Schwerin bleibt im Spiel mit viel Glück. Dritter Pfostentreffer in Folge von den Buxtehuderinnen. Daher bleiben wir bei der Eintoreführung. Dann haben sie Glück. Und Vivian Bartlau schaltet über außen. Lauer scheint es ein bisschen wehgetan zu haben. Buxtehude mit Schwung. Jetzt über außen. Steffi Dubel lässt laufen. Das Tor für Buxtehude durch Luschnard. Es gibt auch Gelb gegen die Bank von Buxtehude. Jetzt scheitert auch Vivian Erdmann an Lauers. Und das bleibt beim Unentschieden. Buxtehude im Ballbesitz. Hat jetzt die Möglichkeit wieder zur Führung. 4,5 Minuten vor Schluss. Wahnsinnsparade. Wahnsinn. Mit Fuß, Pfosten und viel Glück und Fortune, Anna Pösche. Ja, der Kräfteverschleiß ist den Grün-Weißen wie auch den Buxtehuderinnen anzusehen. Und Joda Weg nutzt die Möglichkeit. Zum Führungstreffer 27:26. Und Stürmerfoul entschieden. Die sperrende Spielerin bleibt da liegen. Und jetzt haben wir 4 Minuten vor Schluss und wir haben ein heißes Spiel. Daniela Ernst liegt da. Und es geht weiter. Wenn die Künste werden zum Spiel. Da war der Schiedsrichter schon verführt zu pfeifen. Von Joda Bank. Ich wäre mir aber auch nicht sicher gewesen eben. Da kommt der Buxtehude. Und das Tor! Und wenn der Pech hat, noch 2 Minuten gegen Vivian Erdmann. Nee, die gibt es nicht. Aber der Ausgleich durch Luschnard. Jetzt hat es mal geklappt mit dem Ansperrenkreis. Ganz frei steht dort Marie Schossig, scheitert aber wiederum an Lauers. Und jetzt haben wir die Auszeit von Buxtehude. Hören wir mal rein. 6-0 nochmal. Eindeutiger die Absprache, bitte.
wer rausgeht, wer reingeht. Ja. Wenn eine große Kurve kommt, ja, geht der zweite im Innenblock raus und der erste bleibt tief. Vorne im Angriff hat Geduld. Es muss kein alleine das Spiel entscheiden. Ja? Da ist in Ordnung, aber weiter geht's. Wichtig ist, wenn ein Fehler passiert, schnell umschalten, zurück. Sauberes Foul, sodass kein Tempo gegen gespielt wird. Okay? Kata kommt kurz runter, Alisa rückraum links. Auf den Kopf! Ich möchte das einmal kurz zusammenfassen in einem einfachen Satz, den er selber auch gesagt hat. Es muss keiner das Spiel allein entscheiden. Das. Ja, Roberto dreht sich lachend ab. Es ist eine tolle Aussage, damit hat er natürlich recht. Du kannst alleine kein Spiel gewinnen. Ich denke mal, hat er nur noch einfach jetzt an die zweite Halbzeit appelliert. Das war wirklich eine gute, schöne Halbzeit, wo sich die Mädels von Buxtehude wirklich wieder herangebissen haben, im Spiel geblieben sind. Und das mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung. Ja, das ging wahrscheinlich auch an die Adresse von Katharina Herrung, die Führung für Buxtehude. Durch Luscha. Es wird jetzt Yoda Bank mit der Hand dran. Gibt zwar Einwurf für Buxtehude, aber den hat sie gut runtergeholt. Ja, die Würfe vorne sind zu einfach. Die kommen natürlich genau in den Wirkungsbereich von Lauers, wo sie sich gar nicht großartig bewegen muss. Daher jetzt auch ein deutliches Übergewicht auf der Torhüterseite von Buxtehude. Ja, Anna Pöschel, die in der ersten Halbzeit noch gut glänzen konnte, haben sie sich in der zweiten Halbzeit gut ausgeguckt. Ja, natürlich, man hat länger gewartet, man hat auf eine bessere und einfachere Situation gewartet, um natürlich dementsprechend auch 1 gegen 1 gegen Anna Pöschel arbeiten zu können. Und da auch ist sie machtlos gegen die Laufrichtung. Alisa Höhme macht den Treffer zur 2-Tore-Führung für Buxtehude. Und das könnte hier schon die Entscheidung sein. Und 7-Meter-Entscheidung für Grün-Weiß-Sperrin. Was nicht unbedingt gutes heißt, wie wir schon gelernt haben heute. Und wenn die Künste kommen. Und der Ball muss rein, sonst ist das Spiel, denke ich, gelaufen. Das sehe ich genauso. Und er ist drin. 28, 29, das Spiel mit Manndeckung bei Grün-Weiß-Sperrin. Jetzt haben wir richtigen Hasenhandball, um das Wort nochmal aufzugreifen. Das macht Buxtehude sehr gut. Namath übertritt den Ballbesitz für Grünwald-Sperrin und jetzt können wir hier unentschieden spielen. Andreas Bartlau sagt ruhig bleiben. Jetzt wollen sie sogar noch Torhüter mit einwechseln, also als letzten Mitfeldspieler. Ich denke mal, es sollte nicht nötig sein. Gibt Freiwurf. Zeit ist angehalten. 11 Sekunden sind es noch genau auf der Uhr. Da sind 2-3 Pässe möglich, aber genau mit diesen Passen. Da sehen wir die 7. Feldspieler jetzt. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch. Wir brauchen jetzt eine einfache Situation. Es gibt maximal 2-3 Pässe. Und die 4. Aktion, der 4. Ball, der Ballkontakt muss ins Tor. Erdmann, der ist vorbei. Der ist vorbei. Und der Ball vorbei am Tor. Und das Spiel ist aus. Buxtehude gewinnt mit 29-28 nach einer starken zweiten Halbzeit gegen den SV Grün-Weiß-Sperrin. Thank you.
Thank you.